Das Buch spaltet. Ich finde, das spaltet nicht nur unsere Partei, das haben wir in der Diskussion gesehen, sondern es spaltet auch unsere Wähler und Wählerinnen. Und ich verstehe es überhaupt nicht, weil du ja selber schreibst, und du hast es auch immer wieder gesagt, Oskar hat es auch mehrfach gesagt, streikende Parteien verlieren immer Stimmen. Und das war nicht immer so. Also ich meine, gerade Ostdeutsch, Lausitz ist nicht immer irgendwie vermintes Terrain für die Linke gewesen. Also früher wurde da mal auch PDS gewählt. Also da muss man doch realisieren, dass sich da was verändert hat. Und dann kann man entweder sagen, okay, die Wähler sind alle nach rechts gegangen, wir können nichts dafür. Finde ich, ist eine, das ist dann in meinen Augen selbstgerecht. Oder wir können sagen, wir machen was falsch und wir wollen das korrigieren, damit wir diese Menschen wieder erreichen und damit sie von uns auch das Gefühl kriegen, dass wir ihre Lage und ihre Nöte und ihre Sorgen ernst nehmen. Zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Freiheitsliebe im Gespräch. Wir haben heute zwei sehr interessante Gäste bei uns. Auf einer Seite ist Katrin Vogler, ist die friedenspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag und auch Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Hallo, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Dann haben wir hier noch Sarah Wagenknecht, die Spitzenkandidatin der Linken in NRW für die Bundestagswahl und ehemalige Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ja, wie viele wahrscheinlich wissen, hat Sarah vor kurzem ein Buch geschrieben, was rausgekommen ist, mit dem Namen Die Selbstgerechten, mein Gegenprogramm für Gemeinsinn und Zusammenhalt. Ja, das wurde von vielen Leuten gefeiert, von anderen eher zerrissen, ganz zu schweigen von all den Superlativen, was auf Twitter so gesagt wurde. Vielleicht zum kurzen Einstieg, weil vielleicht haben es noch nicht alle gelesen. Kannst du deine Grundthesen bitte zusammenfassen? Worum geht's? Wer sind die Selbstgerechten? Ja, Selbstgerechte sind Leute, denen es relativ gut geht, oft akademisch gebildet, oft in großen Städten leben und die anderen versuchen vorzuschreiben, wie sie zu leben, zu reden und auch zu denken haben. Und das ist für mich das Kernproblem. Und ich glaube, dass wir als Linke ein Problem damit haben, wenn wir zunehmend Debatten führen, die an den Kernproblemen, vor allem auch an den sozialen Problemen vieler Menschen vorbeigehen. Weil es sollte uns zu denken geben, das betrifft die SPD natürlich in gleichem Maße, also mein Buch ist ja kein Buch jetzt direkt über die Partei Die Linke, sondern eher eigentlich über die gesellschaftliche Linke, auch in vielen Ländern. Es sollte uns zu denken geben, aber auch, dass auch wir als Partei, wenn wir uns die Wählerschichten angucken, die uns wählen und die uns nicht mehr wählen, in der kurzen Zeit, die wir als Linke existieren, ich meine, so alt sind wir ja noch nicht seit 2007 oder nehmen wir noch 2005 mit, dass sich unser Wählerspektrum deutlich verändert hat. Die Menschen, denen es schlecht geht, die keine akademische Ausbildung haben, sind mehr weggeblieben. Stattdessen hat sich unser Wählerspektrum auf die Großstädte verlegt, vor allem auch auf die Innenstadtbezirke, wo eher die Besserverdiener auch leben, weil sonst kann man da nicht leben. Und insgesamt sind unsere Wahlergebnisse ja auch nicht gestiegen, wenn man jetzt meinetwegen von 2009 sich das anguckt. Auch nochmal bei der letzten Bundestagswahl hatten wir immerhin über 9%. Und die Umfragen jetzt machen mir Sorge und ich möchte, dass sich das wieder ändert, weil ich möchte, dass wir stärker werden. Ich will ja, dass wir die Gesellschaft verändern können in sozialer Hinsicht. Okay, ein zentraler Begriff in deinem Buch ist die Identitätspolitik. Kannst du da ganz kurz umreißen, was du damit meinst und was deine grundlegende Kritik an dem Begriff ist oder an der Philosophie auch dahinter? Also Identität ist für jeden Menschen etwas Wichtiges. Jeder Mensch hat Identitäten, meistens mehrere sogar. Also wenn ich jetzt meine beschreibe, ich bin Linke, ich bin Bewohnerin dieses Landes, ich bin Europäerin. Also da kann man ganz viele Dinge sehen, womit man sich identifiziert. Ich bin Saarländerin jetzt seit einer gewissen Zeit. Das sind Dinge, die Menschen prägen. Und das ist nicht der Kern der Identitätspolitik, dass sie Identitäten ernst nimmt, sondern dass sie im Grunde nur Identitäten ernst nimmt und wertschätzt, die von der Mehrheitsgesellschaft abweichen und dass sie das Trennende in den Vordergrund stellt. Also dass es für sie unheimliche Unterschiede sind, ob jemand zum Beispiel Eltern hat, die aus dem Ausland kommen oder deutsche Eltern, eine Trennungslinie, die ganz fundamental ist, oder ob jemand heterosexuell ist oder homosexuell, eine ganz fundamentale Trennungslinie. Und solche Trennungslinien entscheiden dann darüber, worüber jemand reden darf und worüber er eben nicht reden darf. Also jemand, der nicht betroffen ist, der soll angeblich auch gar keine Meinung zu Dingen haben. Also ein Weißer darf dann eben keine Gedichte einer Schwarzen übersetzen
Oder jemand, der eben selber heterosexuell ist, darf nicht in einem Film ein Transgender spielen oder ähnliches. Also das sind einfach völlig, finde ich, spaltende Debatten, die Solidarität in der Gesellschaft auch eher zerstören. Und deswegen halte ich dieses Denken für gefährlich. Okay, ja, also die Identitätspolitik ist ja auch seit einigen Jahren ein sehr zentraler Begriff oder wird immer wichtiger in der Linken, also in der gesellschaftlichen Linken, nicht jetzt speziell in der Partei. Und da habe ich vor kurzem von einem sehr geschätzten Kollegen von mir, der in Jerusalem geborene Yossi Bartal, der hat auf Twitter geschrieben mit einem gewissen schwarzen Humor: ich vermisse die Tage, wo der Israel-Palästina-Konflikt und nicht Identitätspolitik die Linken gespalten hat. Also ohne jetzt das Israel-Palästina-Fass aufmachen zu wollen, aber hat Yossi mit dieser Einschätzung recht, dass Identitätspolitik das alles überschattende Thema wird in der Linken oder vielleicht sogar schon ist? Das kann ich eigentlich gar nicht erkennen. Also insbesondere, wenn ich mal auf unsere Partei gucke und was wir so machen, welche Themen wir nach vorne stellen, da haben wir ja eine ganz klare Schwerpunktsetzung auf die Fragen soziale Gerechtigkeit, Frieden, sozial-ökologische Erneuerung. Das sind Schwerpunkte, die sich aus unsere Einschätzung dessen ergeben, was wichtig ist. Wir müssen natürlich feststellen, dass in vielen Medien diese Themen nicht so wichtig gewichtet werden und dass unsere Forderungen oft eben in den Medien nicht rüberkommen. Und da hätte ich mir auch tatsächlich gewünscht, dass du jetzt in deinem Buch vielleicht mal ein bisschen mehr auch stark gemacht hättest, wofür wir eigentlich stehen und was wir politisch verändern wollen, welche konkreten, sehr konkreten Vorschläge wir ja hier jede Woche im Bundestag auf die Tagesordnung setzen. Und ehrlich gesagt kenne ich niemanden in der Linken, der so viel über Gendersternchen diskutiert wie du, Sarah. Das irritiert mich schon ein bisschen, weil wir haben hier ganz andere Debatten. Bei uns geht es hier um, nur so ein paar Anträge mitgebracht, bei uns geht es hier um Ausverkauf der Städte stoppen. Also um die Frage, wie kriegt man Mietwohnungen wieder in gemeinwohlorientierte Hände? Demokratisierung der Arbeitswelt, betriebliche Mitbestimmung ausweiten und modernisieren, gemeinnützige Jugend- und Bildungsstätten und Übernachtungsstätten retten, 30 Jahre DDR-Rentenüberleitung, dass wir endlich gleiche Renten für Ost und West haben. Wir hatten diese Woche eine Aktuelle Stunde zur angekündigten Entlassung von über 1000 Beschäftigten im Klinikkonzern Sana. Die wollen die Leute feuern und in eine ausgelagerte Gesellschaft outsourcen. Und da sind wir doch total nah an den Bedürfnissen der einfachen Leute. Also das ist ja das, was wir hier die ganze Zeit machen. Das tatsächlich kommt in deinem Buch nicht vor. Ich habe auch das Gefühl, dass du das gar nicht mitbekommst, weil du ja auch an diesen Debatten nicht teilnimmst. Das finde ich jetzt doch ein bisschen seltsam. Also erstmal hat mein Buch ja nicht nur, also das Identitätskapitel ist ein Kapitel. Der ganze zweite Teil des Buches beschäftigt sich mit Gegenvorschlägen, wie man eine andere Digitalisierung gestalten kann, wie man zum Beispiel ein neues Eigentum realisieren kann, das eben nicht mehr ermöglicht, dass man völlig leistungslos, weil man irgendwie ein Riesenaktienpaket erbt, sich bereichern kann, dass also Firmen, Finanzinvestoren nicht mehr Firmen zerflettern können. Im zweiten Teil geht es um Demokratie, um eine Reaktivierung von Demokratie und um viele andere Fragen, um einen neuen Sozialstaat. Also ich weiß nicht, ob du mein Buch wirklich gelesen hast, wenn du sagst, das kommt nicht vor. Das finde ich jetzt merkwürdig. Und natürlich machen wir als Linke, ich meine, ich wäre ja nicht Teil dieser Fraktion, wenn wir nicht solche Themen hier aufrufen würden und würde mich ja auch nicht in der Linken zu Hause fühlen. Also das ist ja für mich die Motivation, überhaupt mich für die Linke zu engagieren, dass es im Grunde die einzige Partei ist, die bestimmte Fragen, auch soziale Fragen im Bundestag noch anspricht oder eben auch die einzige, die bisher immer gegen Kriege gestimmt hat. Das ist ja jetzt keine Marginalie. Aber wir müssen doch zur Kenntnis nehmen, dass wir nach außen anders wahrgenommen werden. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir eben auch, ich sage ja nicht nur, aber auch Diskussionen führen, die eben dann an den Bedürfnissen der Menschen vorbeigehen. Und diese Diskussionen werden natürlich auch wahrgenommen. Also ich meine, ich bekomme nicht selten Mails von Leuten, die aus ehrlichem Herzen in einen Kreisverband der Linken eingetreten sind, weil sie irgendwie sich für soziale Gerechtigkeit interessieren und auch engagieren wollen.
Und dann sind das aber oft, also in dem Fall, die mir schreiben, das sind dann eben nicht gerade Studis, die schon also zehnmal politisiert sind, wie man sich ausdrücken muss und was man reden muss und welche Begriffe man um Gottes Willen nicht verwenden darf. Und die haben auch noch nie gehört, was eine Cis-Frau oder ein Cis-Mann ist oder sowas. Das kennen die nicht. So. Und dann kommen sie in so einen Kreisverband und werden da erstmal belehrt, was sie alles falsch machen und wie sie falsch reden und wie sie falsch denken. Und die kommen nie wieder dahin. Also im besten Fall bleiben sie dann noch Mitglied und zahlen ihren Beitrag, aber in vielen Fällen gehen sie eben auch einfach und sagen dann, okay, also die Linke ist nicht meine Partei. Das heißt, wir strahlen natürlich teilweise aus und das ist eben auch ein Problem. Ich will das ja niemandem, der zum Beispiel jung ist, vorwerfen. Als ich jung war, hatte ich auch teilweise Ansichten, mit denen man sicherlich viele Menschen eher nicht gewinnen konnte, um das mal freundlich zu umschreiben. Aber wir müssen natürlich versuchen, wenn jetzt zum Beispiel junge Leute, die sich über Fridays for Future politisiert haben oder über Seebrücke, wenn die zu uns kommen, irgendwie zu erreichen, dass die trotzdem, und das sind oft junge Menschen, die doch eher aus gut situierten, auch akademischen Elternhäusern kommen, dass sie trotzdem ein Gefühl und eine Empathie bekommen für normale Leute, die eben nicht mit diesen Vorteilen aufgewachsen sind, dass sie die nicht belehren und denen auch nicht sagen, ist ja eine Riesensauerei, wenn ihr euer Fleisch da im Discounter kauft und ja, also natürlich muss man jetzt das Auto abschaffen oder so und das sagt dann einer, nee, ich brauche das aber, weil mein Job, ich wohne draußen weit außerhalb der Stadt, ich kann überhaupt nicht anders. Also das ist doch das, was ich meine. Aber nicht, dass wir jetzt im Bundestag also ständig über Gender-Sternchen diskutieren. Kein Mensch behauptet das. Naja, ich sag mal, es findet sich schon, sag ich mal, eine gewisse Verallgemeinerung da drin. Und Albert Einstein hat ja mal gesagt, man soll alles so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher. Und ich finde tatsächlich sehr, ich finde es total erstaunlich, dass du überhaupt nicht differenzierst in diesem Buch. Also klar, das mag in manchen Studentenzirkeln einen gewissen Hang zur Übertreibung geben. Das war aber auch zu unserer Studienzeit so, dass es in bestimmten Studentinnen- und Studentenzirkeln Debatten gab, die die Arbeiter am Band eher so nicht nachvollziehen konnten. Das ist einfach zu allen Zeiten so, aber die Frage wäre doch, wie bringt man das zusammen? Also ich habe in meiner Studienzeit noch darum gekämpft, dass wir die gewerkschaftlichen und die studentischen Kämpfe, Interessenvertretungskämpfe zusammenbringen. Dass wir dafür kämpfen, dass es BAföG ausreichend ist, dass auch Arbeiterkinder studieren können und dass wir gleichzeitig die Kämpfe von Beschäftigten um Arbeitsplätze und bessere Löhne, dass wir die auch unterstützt haben. Und das kann ich bei dir überhaupt nicht erkennen. Dieses Buch spaltet. Ich finde, das spaltet nicht nur unsere Partei, das haben wir in der Diskussion gesehen, sondern es spaltet auch unsere Wähler und Wählerinnen. Und ich verstehe es überhaupt nicht, weil du ja selber schreibst und du hast es auch immer wieder gesagt, Oskar hat es auch mehrfach gesagt, streikende Parteien verlieren immer, steht hier auf Seite 172. Ich habe das nicht gelesen, ich habe es durchgearbeitet. Ja? Also Seite 172, schreibst du es selber. Und du veröffentlichst ein Buch, von dem du selber sagst, dass es eine Kampfschrift ist. Und das, ich habe das nicht, also die Begriffe sind nicht von mir, aber es ist natürlich, so es ist eine Schrift. Mitten gegen, in einem existenziellen Wahlkampf. Aber doch nicht gegen die Linke. Also ich meine, die Linke kommt in diesem Buch, also die Partei Die Linke kommt in diesem Buch als eine von vielen vor. Ja. Und in der Linken gibt es nun mal auch diese Strömung, gegen die ich mich wende. Das ist so. Und leider ist sie nicht unbedingt schwächer geworden in den letzten Jahren. Also ich würde schon sagen, dass sie stärker auch unsere Politik prägt. Aber die Partei Die Linke ist ja nur eine von vielen, die leider, und wo ich auch verhindern will, dass sie den Weg geht, den andere Parteien gegangen sind, nämlich in die politische Bedeutungslosigkeit. Ich meine, das haben wir in Frankreich, das haben wir in anderen europäischen Ländern. Die Zahlen, die ich da nutze, das sind ja die von Thomas Piketty. Ich meine, der hat in seinem letzten Buch die Belege geliefert, wie die gesellschaftliche Linke europaweit die Wählerinnen und Wähler verloren hat und verliert, für die sie eigentlich vor allem da sein müsste, so, nämlich die untere Hälfte der Bevölkerung. Genau. Und das ist der Kern, wo ich sage, so sollten wir nicht weitermachen, weil ich möchte nicht, dass wir diese Menschen immer mehr verlieren und am Ende, nur weil die Grünen jetzt mal einen Hype haben, so wie das gerade ist, dann auch noch sag mal, unsere jetzigen Kernwähler in den grünen Bezirken, die laufen dann weg und irgendwann haben wir ein echtes, ernsthaftes Problem. Also, du schreibst dann hier, ja, vor allem Arbeiter und Geringverdiener haben keine politische Vertretung mehr.
seit die linken Parteien die Seiten gewechselt haben. Wieso soll denn ein Arbeiter oder ein Geringverdiener, der sich durch diese 330 Seiten bis dahin durchgearbeitet hat, in diesem Statement in der Schlussfolgerung, wieso soll er denn die Linke wählen? Ja, oder warum er die Linke wählen soll, werde ich im Wahlkampf oft genug erzählen. Warum soll er bei uns eintreten, mitmachen, seine Interessen vertreten? Naja, zurzeit machen sie ja nicht mit. Also ich meine, die Arbeiterpartei, die wir in Deutschland zurzeit haben, wenn man quantitativ danach misst, wen wählen Arbeiter vor allem, ist die AfD. Ich finde das schlimm, ich finde das eine Katastrophe. Und ich finde, dass linke Parteien und gerade wir, die SPD hat ja auch noch das Problem des Neoliberalismus, das haben wir nicht. Also ich meine, die Linke steht nicht für neoliberale Politik. Aber wir müssen darüber nachdenken, warum ist das so? Warum fehlen uns so wenig Arbeiter? Ich meine, das ist ja nicht zu leugnen. Das sind ja Zahlen, die relativ solide sozusagen vorliegen mit diesen Wahlbefragungen. Und wir hatten zum Beispiel mal mehr Menschen aus diesem Bereich, die uns gewählt haben. Die sind weg. Und das möchte ich umkehren, aber wir kehren das nicht um, indem wir die Realität beschönigen und schönreden und sagen, ja, wir machen doch alles richtig, die blöden Wähler begreifen es nur irgendwie nicht. Also du hast Thomas Piketty angesprochen, sein Buch Kapitalideologie und Ideologie, darauf beziehst du dich. Und das sind ja interessante Untersuchungen, die er macht. Also er sagt, seit den 1950ern und 60ern sind ja die Wählergruppen von den linken und sozialdemokratischen Parteien weggegangen. Und es geht auf zwei große Gruppen im Wesentlichen zurück, die Industriearbeiterinnen und Arbeiter und Angestellte im Dienstleistungsbereich. Und also es geht jetzt eher in deine Richtung, die Frage. Sarah macht dann maßgeblich dafür den, wie sie es nennt, Linksliberalismus verantwortlich, dass quasi die Arbeiterinnen und Arbeiter, die Angestellten weggehen von den linken Parteien in den letzten Jahrzehnten. Was hältst du von dieser Analyse? Also spielt das rein oder sind das ganz andere? Und den Neoliberalismus. Das sind ja für mich zwei Seiten einer Medaille. Okay, ja, okay, genau. Du verknüpfst sie sehr eng. Teilst du diese Einschätzung oder was siehst du als Gründe, warum die Wähler weggehen? Also zum einen muss man sich natürlich auch die Entwicklung der Sozialstruktur in diesem Land anschauen und dass dankenswerterweise durch den Bildungsaufbruch der Ära Brandt, dem ich auch zu verdanken habe, dass ich als Erste in meiner Familie ein Abitur machen konnte, ein Studium beginnen konnte, dass sich natürlich das Qualifikationsniveau verschoben hat. Also Tätigkeiten für einfache Industriearbeiterinnen und Industriearbeiter, wie sie in den 50er und 60er Jahren prägend waren, mit irgendwie 48, 50 Stunden Woche schwere körperliche Arbeit, gibt es auch dank Automatisation und Entwicklung der Produktivkräfte nur noch sehr, sehr wenige. Dann kommt dazu, dass in den letzten Jahrzehnten ja systematisch die Gewerkschaften auch geschwächt worden sind. Die Gewerkschaften, die in den Betrieben dafür gesorgt haben, dass eben der Zusammenhalt und die gemeinsamen Interessen gegen die Kapitalseite nach vorne gestellt worden sind und in konkreten Kämpfen um Verbesserungen organisiert worden sind. Das ist eher ein Ergebnis hier bei uns in Deutschland der Entwicklung unter den neoliberalen Reformen der Schröder-Fischer-Ära. Reformen mag man das gar nicht nennen, ist ja fürchterlich, was da passiert ist. Es ist eine Zerstörung von gewerkschaftlicher Organisations- und Kampfkraft, die wirklich systematisch war. Die Spaltung der Betriebe durch Leiharbeit und Werkverträge. Also, ich sag mal gerade, viele Arbeiterinnen und Arbeiter in den Bereichen haben ja erlebt, wie ihre Arbeit komplett entwertet worden ist und wie sie zunehmend gegeneinander ausgespielt worden sind. Und machen wir uns nichts vor, diese Ideologie, mit der diese ganzen Veränderungen eingeführt wurden, nämlich dass sozusagen jeder verantwortlich dafür ist, wie gut oder wie schlecht es ihm geht, und dass diejenigen, die hinten rüberfallen, eben nicht fleißig und nicht tüchtig genug gewesen sind. Gerhard Schröder hat das ja sehr, sehr deutlich gemacht. Der hat ja irgendwie Arbeitslose als Faulenzer und Schmarotzer beschimpft. Ja? Die haben sich gerühmt, dass sie den größten Niedriglohnsektor geschaffen haben und so. Das sind die Ursachen dafür, warum die SPD bei den Arbeiterinnen und Arbeitern extrem verloren hat. Also nicht, dass sie irgendwie linksliberal geworden wäre. Das kann ich auch bei der SPD so gar nicht erkennen. Die Grünen sind nie eine Arbeiterpartei gewesen. Man muss allerdings feststellen, dass sie nach und nach offensichtlich zu einer werden, weil inzwischen mehr Arbeiterinnen und Arbeiter sich vorstellen können, die Grünen zu wählen als die Linke. Ich finde, damit müssen wir uns auch mal beschäftigen.
weil sie vielleicht auch nochmal andere Interessen im Kopf haben, als die, also ich sage mal, auch Arbeiterinnen und Arbeiter haben ein Interesse daran, dass was gegen den Klimawandel getan wird, dass ihre Kinder noch eine Natur vorfinden, in der es sich zu leben lohnt, in der das eben unsere Umwelt nicht vergiftet wird, dass die Städte wieder lebenswert werden. Auch da, die haben da ja ein ganz genuines Interesse dran. Also müssen wir als Linke, glaube ich, auch diese Themen bearbeiten, weil wir ansonsten völlig aus der Zeit fallen. Und ich glaube, also ich meine, ich habe das ja selber erlebt. Ich habe ja in den 70er Jahren in so einer Werkshalle gearbeitet, 8 Stunden, wo wir quasi eine offene Nitroverdünnungswanne stehen hatten. Also jemand hat mich mal gefragt, warum bist du links geworden? Da habe ich gesagt, billiges Büchsenfleisch, billige Blaubandmargarine und 8-Stunden-Tag in so einer Werkshalle, wo es den ganzen Tag nach Nitroverdünnung stank. Ja? Und das waren auch keine total schönen Arbeitsverhältnisse, die wir da hatten. Und die Arbeiterinnen, die da jeden Tag gearbeitet haben, ihr ganzes Leben, die sind zu uns gekommen, die dann nur Ferienjobs gemacht haben, gesagt, Leute, pass auf, seid ordentlich in der Schule, macht einen guten Abschluss, sonst endet ihr hier bei uns. Und das haben wir gemacht, um uns jetzt anzuhören, dass wir irgendwie als Akademikerinnen oder als Gebildete für die Linke, bei der Linken nichts beitragen können, das finde ich auch. Das sagt doch keiner. Also ich finde, wir sollten jetzt auch aufhören, irgendwelche Pappkameraden aufzubauen. Also ich bin ja selber nun Akademikerin, übrigens auch in meiner Studiezeit und Schülerzeit ähnliche Arbeiten gemacht, vom Tomatenpflücken bis zur Werkshalle. Also ich meine, die Erfahrungen, die sollte man haben, die haben heute Teil der jungen Leute nicht mehr, muss man da allerdings auch sagen. Ja, gibt aber, ja auch die Arbeitsplätze nicht mehr. Naja doch, also ich meine, so deindustrialisiert ist Deutschland noch nicht. Also 25% der Beschäftigten sind immer noch in der Industrie und sind Arbeiter. Also das ist ja schon noch ein wichtiger Bereich. Dass die jetzt massenhaft zu den Grünen gehen, ist mir neu. Ich meine, das ist eher so, dass sie noch mehr die Grünen wählen als uns. Ist ja, weil wir fast gar nicht mehr in dem Milieu gewählt werden. Also ich glaube, sogar die FDP hatte bei der Europawahl oder bei irgendeiner Wahl war das so, mehr als wir bei den Arbeitern, was wirklich nicht für die FDP, aber doch dafür spricht, dass wir irgendwas falsch machen. Und ich glaube, das ist der Kern, nicht auch, ich meine, der strittige Punkt ist da auch nicht, ob man was Vorschläge zu Klimaschutz und Umweltschutz macht, sondern welche. Und, oder ob man sich eben an eine Debatte ranhängt, die von den Grünen gemacht, vorangetrieben wird, die letztlich darauf hinauslaufen würde, zum Beispiel auch, dass in Deutschland wesentliche Industriebereiche kaputt gehen würden. Also wenn man zum Beispiel mal solche Vorschläge in den Raum stellt, also wir wollen hier überhaupt keine Autos mehr, also erstens ist das nicht sehr sinnvoll auf dem Lande, weil da, sagen wir, ich bin auch für den Ausbau der Schiene und ich bin für öffentlichen Nah- und Fernverkehr, alles ganz klar, aber es gibt Regionen, wo es ohne Auto nicht geht und das E-Auto ist für die Leute zu teuer, ganz abgesehen davon, dass auch das E-Auto umweltpolitisch gar nicht so toll ist, wenn man sich das genauer anguckt mit der heutigen Batterietechnologie. Also die Frage ist ja, ob wir nicht eher darüber reden sollten, und das ist für mich der Kern, statt zu sagen, wir brauchen einen bestimmten Lebensstil, der umweltpolitisch verantwortungsvoll ist. Das ist ja eigentlich der Weg der Grünen und das ist ein sehr privilegierter Lebensstil. Also zur Arbeit mit dem Fahrrad zu fahren, das ist besonders leicht für die, die in der Innenstadt wohnen, also die Mieten dann auch leisten können. Also nicht den Lebensstil in den Mittelpunkt zu stellen und damit Leute verächtlich zu machen, die eben auch keine Bioprodukte kaufen, weil sie sich die schlicht nicht leisten können, sondern tatsächlich darüber zu reden, wie muss produziert werden, damit das mit im Einklang mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen ist. Also über die Globalisierung zu reden, die also auch ein klimapolitisches Verbrechen ist. Also ist doch völlig klar, wenn ich überall da produziere, wo es am billigsten ist, dann muss ich ganz viel transportieren mit riesigen Containerschiffen, mit Schiffsdiesel, der besonders schlecht und besonders nachteilig ist. Schweröl. Ja, oder naja, das ist ja, der Schiffsdiesel ist ja Schweröl. Nee, Schweröl ist noch schlimmer. Na okay, also dann nehme ich das jetzt mit, aber ich würde sagen, wir sind uns zumindest einig, dass das eine der schlimmsten Umweltsünden ist, diese völlig überflüssigen Transporte. Oder ich muss darüber reden, dass Produkte eben vielfach, und das nimmt ja immer mehr Umfang ein, werden so produziert, dass sie schnell kaputt gehen. Also brauche ich Garantieregeln, Reparaturregeln. Das sind ja alles Dinge, wo die meisten Menschen mitgehen, wo die sagen, ja klar, ich will ja gar nicht irgendwie dauernd mir einen neuen Kühlschrank kaufen, es nervt mich eher, oder die Waschmaschine, dass die kaum, dass die Garantiefrist erreicht ist, gehen die Dinger kaputt.
Also da kann man doch Leute mitnehmen. Aber wir hatten ja sogar, ich meine, ich bin ja froh, wir haben das ja am Ende so entschieden, dass wir CO2-Steuern nicht unterstützen. Aber wir hatten auch in unserer Partei einen Teil, der gesagt hat, na, das ist doch auch eine tolle Idee. Und ehrlich gesagt, ich finde, das ist keine tolle Idee, weil es belastet vor allem die untere Hälfte der Bevölkerung. Und das sind natürlich schon Forderungen, die dann auch so von Friday for Future eben teilweise in unsere Partei reingekommen sind. Wobei wir da, wie gesagt, klar entschieden haben, dass wir das nicht machen. Da war ich auch sehr froh. Wir haben auch Anträge gegen Obsoleszenz, wie man das nennt, dass so Produkte so... Das haben wir auch alles gemacht. Ja, die Frage ist doch, was strahlt man nach außen aus? Was macht man in den Mittelpunkt? Was kommt bei den Leuten an? Ich meine, wir dürfen auch nicht glauben, dass jetzt jeder Antrag, den wir stellen hier wunderbare Anträge, dass der irgendwie von den Leuten zur Kenntnis genommen wird, wenn man das nicht wirklich auch in den Mittelpunkt stellt, wenn man darum dann auch, sag mal, wirklich sich darauf konzentriert, dieser Antrag ist jetzt so wichtig, da machen wir jetzt mal einen Monat oder länger. Und das dann auch von der Parteiseite, also nicht nur von der Fraktion, konzentrieren wir uns darauf, den wirklich bekannt zu machen. Also ich meine, man kann die besten Anträge stellen. Die Illusion ist, dass Leute diese Anträge lesen. Oder es ist ja auch beim Wahlprogramm, also auch in unserem Wahlprogramm stehen viele richtige Dinge, aber es ist eben auch da natürlich so, das Wahlprogramm, welcher Wähler liest das Wahlprogramm? Die Frage ist, was strahlen wir aus, was verkörpern wir, was ist in den öffentlichen Debatten? Und da muss ich sagen, und das war lange vor meinem Buch, also man kann jetzt nicht sagen, wie mein Buch hat jetzt die falschen Themen in den Mittelpunkt gestellt, das ist ja eine Sache, die wir schon viel, viel länger haben, dass wir anders wahrgenommen werden und dass wir doch sehr stark auch uns in den Bereichen mit engagieren, wo wir doch dann als abgehoben wahrgenommen werden, und das sollten wir korrigieren. Also das ist ja nur das Anliegen, was ich habe. Ich würde gern ein bisschen vom konkreten Inhalt weggehen und mal ein bisschen aus der Metaebene betrachten. Und zwar ist ein Kritikpunkt bei dir, ja, dass die Linke, also jetzt die gesellschaftliche Linke, heutzutage viel zu sehr moralisiert und nicht mehr rational argumentiert. Und das fand ich zum Beispiel immer, also historisch, das war immer natürlich die Stärke der Linken. Wir können, analytisch sind wir astrein. Also da macht uns keiner was vor, kann man so sagen. Und das ist jetzt dein Kritikpunkt, und den würde ich gerne an Katrin richten. Teilst du diese Ansicht, dass die Linke also nicht mehr klare Argumente und rationale Analysen bringt, sondern viel zu sehr auf diese moralische Schiene geht? Kannst du da was mit anfangen mit dieser Kritik? Also meine Kritik ist manchmal eher andersrum. Ich finde, wir bleiben manchmal zu sehr im Konkreten verhaftet und zu sehr versuchen, über Slogans und konkrete Forderungen Menschen mitzunehmen. Menschen brauchen aber auch Emotionen. Also die müssen auch emotional mitgenommen werden. Sie müssen auch gezeigt kriegen, dass es Hoffnung gibt, die Dinge, die wir für richtig erkannt haben, auch durchzusetzen. Und da ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir als Linke ausstrahlen, dass wir eben offen sind für soziale Bewegungen, für Leute, die sich engagieren, für Gewerkschaften, für die Menschen, die sich irgendwie vor Ort ganz konkret oder eben auch in größeren Organisationen dafür einsetzen, den Alltag der Mehrheit der Menschen in diesem Land zu verbessern. Und da fehlt mir halt einfach oft eine Strategie, wie wir mit solchen Bewegungen umgehen. Was ich total falsch finde, ist, Bewegungen auf eine Art und Weise abzukanzeln, wie Sarah das in ihrem Buch macht. Also das hat mich wirklich, wirklich irritiert. Ja? Wir hatten ja diese Diskussion schon 2018 um Unteilbar, wo du auch mit Vorwürfen argumentierst, die einfach völlig aus der Luft gegriffen sind. Also du spekulierst in deinem Buch zum Beispiel über das Durchschnittseinkommen der Demo-Teilnehmer. Gut, ich war ja jetzt da und habe mir das angeguckt. Ich kann den Leuten ihr Durchschnittseinkommen nicht an der Stirn oder an ihrem Body-Mass-Index ablesen. Ich habe den Aufrufer mir auch unterstützt. Wir haben den unterstützt, weil da ganz, ganz klare Ansagen drin waren, auch in Richtung soziale Gerechtigkeit. Haben wir in der Fraktion ja so diskutiert, es waren sehr, sehr viele von uns mit dabei. Und du kritisierst halt, dass dort auch SPD und Grüne teilgenommen haben. Ja, neben ganz... Nicht, dass SPD und Mitglieder teilgenommen haben. Dass da auch neoliberale Parteien teilgenommen haben, die... oder Vertreter neoliberaler Parteien, die ansonsten eben nicht für das stehen, was wir als Linke stehen. Aber wie bitte sollen wir
gesellschaftlich wirken, wenn wir uns nicht mit Leuten verbinden, die zumindest an einzelnen Stellen das Gleiche fordern wie wir. Da waren Gewerkschaften dabei, da waren die großen Sozialverbände dabei. Wenn wir uns isolieren als Linke aus solchen Bewegungen, dann machen wir uns handlungsunfähig und dann haben wir keine Durchsetzungsperspektive für die klugen Sachen, die wir uns ausdenken und in unseren Anträgen hier einbringen. Also ich bin ja nur die Letzte, die irgendwie dagegen wäre, dass man mit SPD-Mitgliedern und auch grünen Mitgliedern gemeinsam demonstriert. Aber wenn natürlich in der ersten Reihe dann Leute wie Hamas laufen, die nun nicht zuletzt auch für eine Außenpolitik verantwortlich sind, die jetzt nicht gerade friedlich ist, die auch internationale Waffenlieferungen offenbar mit unteilbarer Solidarität vereinbaren finden, dann finde ich das schon ein bisschen, ist jetzt nicht gerade das ganz hehre und ehrliche Anliegen. Und ich finde auch diese, natürlich war, ist das ein bestimmtes Publikum und bestimmtes Milieu, das in sich in diesen Demonstrationen findet. Ich meine, in meinem Buch geht es ja gar nicht so viel um Teilbar, weil das ist ja Vergangenheit, sondern ich schreibe ja vor allen Dingen auch über Fridays for Future. Da gibt es ja zum Beispiel eine Untersuchung, das ist ja eine seriöse Studie. Und danach haben 2/3 gesagt, dass sie sich selber, also der junge Leute, die sich engagiert haben, dass sie sich selber der oberen Mittelschicht zugehörig fühlen. Und es ist ja auch wahrnehmbar gewesen. Also Fridays for Future hat an Gymnasien stattgefunden, an den Universitäten stattgefunden, hat sehr wenig stattgefunden an zum Beispiel Berufsschulen oder Gesamtschulen. Das ist kein Vorwurf an die jungen Leute, also niemand muss sich dafür entschuldigen, dass er in einem gut situierten Akademikerhaushalt aufwächst, überhaupt keine Frage. Aber man muss doch wissen, dass das eine Bewegung prägt. Also ich meine, soweit bin ich dann doch irgendwie marxistisch geprägt, dass ich schon ein bisschen davon ausgehe, dass die eigene Lage auch ein bisschen die Sichtweise bestimmt, wenn man das, vor allem wenn man es nicht reflektiert, und das kann man jetzt von jungen Leuten vielleicht auch gar nicht erwarten. Natürlich ist der Umgang mit sozialen Forderungen in dieser Bewegung, hat ein bestimmtes, also sagen wir mal, von einer bestimmten Sichtweise, kommt von einer bestimmten Sichtweise. Also man kann eben sehr leger sagen, viele Dinge müssen teurer werden, wenn man eigentlich nie wirklich soziale Existenzängste erlebt hat. Das ist so. Das ist kein Vorwurf, das ist auch nicht irgendwie Runtermachen. Ich verstehe auch nicht, warum das immer gleich ein Runtermachen ist, wenn man solche Dinge, die unstrittig sind, also dass das überwiegend Jugendliche aus besser gestellten Haushalten war, ist eigentlich nicht strittig. Wenn man das konstatiert, ist das ja nicht per se eine Kritik, sondern das ist erstmal eine Feststellung. Und Ähnliches gilt eben auch für andere Bewegungen. Und wir als Linke müssen eben gucken, dass wir nicht mit Forderungen unterwegs sind, die sich über soziale Belange von Menschen hinwegsetzen. Und die sozialen Belange auch von Leuten, die jetzt im Kohlebergbau arbeiten, sind natürlich für uns wichtig. Ja, aber wo ist das denn? Naja, also ich meine, wir waren bei Ende Gelände dabei, und wo da Anwohner irgendwie als Kohlenazis beschimpft wurden, finde ich nicht, dass das eine Art ist, wie wir als Linke damit umgehen sollten. Ich weiß auch, dass Linke auf Podien da teilweise gesagt haben, ja, also wir sind ja fürs bedingungslose Grundeinkommen. Also ungefähr, ihr habt zwar alle keinen Job mehr, aber bei uns kriegt er dann das bedingungslose Grundeinkommen. Wird die Begeisterung groß gewesen sein im Publikum? Also das ist doch diese Art, die auch von Leuten aus unseren Reihen leider oft ausgestrahlt wird, die dann dazu führt, dass wir in diesen Milieus keine Wähler mehr kriegen oder immer weniger. Und das war nicht immer so. Also ich meine, gerade Ostdeutsch, Lausitz ist nicht immer irgendwie vermintes Terrain für die Linke gewesen. Also früher wurde da mal auch PDS gewählt. Also da muss man doch realisieren, dass sich da was verändert hat. Und dann kann man entweder sagen, okay, die Wähler sind alle nach rechts gegangen, wir können nichts dafür. Finde ich, ist eine, das ist dann in meinen Augen selbstgerecht. Oder wir können sagen, wir machen was falsch und wir wollen das korrigieren, damit wir diese Menschen wieder erreichen und damit sie von uns auch das Gefühl kriegen, dass wir ihre Lage und ihre Nöte und ihre Sorgen ernst nehmen. Ja, aber was ist denn die Konsequenz? Wir lassen jetzt die Kohlegruben weiter offen und verfeuern die Braunkohle weiter? Oder das, was wir ja gemacht haben, also sowohl in der Lausitz als auch in Nordrhein-Westfalen, also Axel Trost war beteiligt, Karin Ley war beteiligt, in Nordrhein-Westfalen war der Hans die Gruppe sehr, sehr aktiv dabei, was wir ja gemacht haben, also hinzugehen und einen Transformationsprozess zu beschreiben und dafür zu streiten, dass es eine, nicht nur eine Arbeitsplatz, sondern eine Einkommensgarantie geben soll für die Bergleute. Es geht doch nicht anders.
Ja, wir müssen da hinkommen. Also teilweise wollen wir dann gesagt, ja, wir wollen die Ministerien dahin ansiedeln. Ne? Da sagt der Kohlekumpel, toll, ich werde ja auch Minister. Also sag mal, es muss natürlich realistisch sein. Das heißt, im Grunde muss man gucken, dass mit einer Industriepolitik Industriearbeitsplätze entstehen. Weil nur für solche kann man sich dann, also können die Leute sich dann auch umqualifizieren lassen. Und daran glauben sie zurzeit nicht. Und das ist eben die Kunst, dass wir erreichen müssen, dass wir solche überzeugenden Konzepte haben, dass sie nachvollziehen können, dass das auch für sie ein neuer Arbeitsplatz wäre. Weil zum Beispiel diese Einkommensgarantie, also bei den Älteren kann man das machen, okay, das war ja auch oft dann damals, als in anderen Regionen der Bergbau, Steinkohlebergbau beendet wurde oder so, dass dann die Älteren mit Sozialplänen dann in die frühe Rente gegangen sind, das war dann oft wirklich sozial in Ordnung. Aber für die etwas Jüngeren und vor allem auch für Familien, die sehen, was wird aus unseren Kindern, ist die Perspektive, dass die dann alle weggehen müssen, weil die Region kaputt geht, weil da nichts mehr ist, selbst wenn sie selber noch eine Einkommensgarantie haben, natürlich keine sehr verheißungsvolle. Also es geht schon um Industriepolitik, Industrieansiedlung und natürlich auch beim Kohleausstieg. Also man sollte auch nicht immer dann sagen, wir müssen noch die Grünen überholen, weil wir noch früher raus wollen. Also das ist ja auch so ein Ehrgeiz, den wir dann haben, dass wir dann bei solchen Forderungen teilweise auch unrealistisch. Also ich meine, Kohle ist teilweise und zu erheblichen Teilen ersetzbar durch Gas. Da muss es aber auch Nord Stream 2 tatsächlich geben. Das ist auch bei uns nicht ganz unumstritten. Aber so zu tun, als könne man beispielsweise jetzt schon vielleicht irgendwie in 3 Jahren aus der Kohle raus, ist unrealistisch, weil die Erneuerbaren das gar nicht ausgleichen können bisher. Also wir haben nicht wir haben nicht die Technologien dafür, wir haben auch nicht diese Menge an erneuerbarem Strom, um tatsächlich diese Transformation kurzfristig auch zu machen. Das heißt, wir machen dann so Forderungen, wo wir dann vor einem bestimmten Publikum gut dastehen. Also wir sind dann ganz schnell für den Kohle, am liebsten sofort aus der Kohle raus. Noch grüner als die Grünen. Es ist unrealistisch, es verschreckt bestimmte Milieus und wir gewinnen nichts dabei. Ich würde auf einen Vorwurf gerne zurückkommen, oder was heißt eine Einschätzung erstmal, die dir gerne gemacht wird. Und zwar heißt es ja, mit deinen Thesen, mit deinen Einschätzungen fischst du am rechten Rand. Was ja bedeuten soll, dass du Stimmen von der hauptsächlich von der AfD zurück in die Mitte und vor allem auch nach links zurückholen willst. Würde ich gerne Katrin fragen, findest du, dass diese Einschätzung erstmal zutrifft? Und generell, findest du das eine legitime wahltaktische Strategie, die okay ist? Oder wie stehst du dazu? Natürlich müssen wir um jede Wählerin und jeden Wähler, die wir mal irgendwo verloren haben, kämpfen. Völlig klar. Aber wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass die Übernahme von Positionen, die eigentlich eher nicht links, sondern sag mal, gegen Migration, gegen Geflüchtete und so weiter, dass das, wenn man das übernimmt in der Hoffnung, dass man damit den rechten Rand schwächt, dass das eine Illusion ist. Wir haben das in den 90er Jahren ja erlebt. Da gab es Brandanschläge, da sind Häuser angezündet worden in Solingen, in Rostock, in Hoyerswerda, da sind Menschen verbrannt. Und diese Brandanschläge durch aktive Neonazis hat die Bundesregierung damals zum Anlass genommen, das Asylrecht zu schleifen. Und das hat aber überhaupt nichts genutzt gegen die Neonazis. Da wurde immer gesagt, ne, also zu viele Flüchtlinge, die fördern den Rassismus und deswegen müssen wir, um rassistischen Brandanschlägen und dieser Neonazi-Ideologie vorzubereiten, müssen wir sozusagen die Zahl der Flüchtlinge einschränken. Das ist aber Täter-Opfer-Umkehr und es hat überhaupt nichts genutzt. Im Gegenteil, das hat die Neonazis gerade im Osten extrem ermutigt. Deswegen gelten ja die 90er Jahre in Ostdeutschland als Baseballschlägerjahre. Du hast es vielleicht auch selber erlebt, wo in vielen Teilen der neuen Bundesländer Menschen, die vom Äußeren her irgendwie eher links oder ein bisschen migrantisch aussahen, halt mit Baseballschlägern durch die Städte verfolgt worden sind. Kann ich viele Geschichten drüber erzählen. Du kannst da sicherlich vieles drüber erzählen. Und auch im Westen hat es ja nicht dazu geführt, dass es weniger Rassismus gab, sondern auch da waren sozusagen dann die wenigeren Geflüchteten, die dann noch kamen, waren trotzdem mehr Angriffen und mehr Gewalt ausgesetzt. Das ist einfach eine Illusion, dass man glaubt, wenn man dem politischen Gegner an bestimmten Stellen inhaltlich entgegenkommt, dass dann die Wählerinnen und Wähler zu einem zurückkommen. Denn die wählen immer das Original.
Also du hast zum Beispiel gerade, glaube ich, zu Recht darauf hingewiesen, wenn wir versuchen, immer grüner als die Grünen zu sein und immer noch radikalere Vorschläge zu machen, dass das möglicherweise auch eher nur den Grünen nützt und nicht uns als Linker, weil wir unser eigenes Profil verlieren. Und genau das Gleiche ist es, wenn wir uns, an Haltungen, Meinungen, Positionen, die im Wahlklientel der AfD vertreten werden, wenn wir uns an die anpassen und die damit eigentlich auch in der Öffentlichkeit legitimieren. Das geht für mich als Linke und als Antifaschistin gar nicht. Das, also mit AfDlern und anderen Rechten kooperiere ich nicht und ich komme denen auch nicht inhaltlich entgegen. Und das, wir haben gerade über Unteilbar gesprochen und deine Kritik daran, dass man da irgendwie nicht mit Heiko Maas, weil der für Waffenhandel und Auslandseinsätze verantwortlich ist, auf einer Veranstaltung gesehen werden will. Auf der anderen Seite rechtfertigst du die Demos von den Corona-Leugnern, da wären lauter normale Menschen. Aber es sind halt normale Menschen, denen das überhaupt nichts ausmacht, mit NPD, Dritter Weg, Identitäre Bewegung, Reichsbürgern und allen, die ihre Fahnen da ganz offen gezeigt haben, die ihre Banner, die ihre T-Shirts anhatten. Das ist alles gut dokumentiert. André Poggenburg war da, Udo Vogt von der NPD war da. Die haben das alle auf allen Kanälen gepostet. Und da muss ich wirklich sagen, frage ich mich schon, was ist die Strategie dahinter? Wer sind eigentlich wer sind deine Bündnispartner? Also erstens war ich auf keiner einzigen dieser Demos, also um das mal deutlich zu machen, es ging ja darum, wo wir bei Unteilbar waren, so ungefähr wie ich laufe jetzt anderen mit. Also da wirst du mich nicht finden. Aber du rechtfertigst das, dass man sich sozusagen nicht distanzieren soll von diesen Demos. Ich habe immer gesagt, es ist schade, dass sich die Veranstalter dieser Demos eben nicht von rechts distanzieren, beziehungsweise teilweise, das ist ja zumindest bei dem einen Initiator von dieser Querdenkerbewegung inzwischen klar, gibt es ja da sogar Überschneidungen. So. Und das heißt aber doch trotzdem nicht, dass da alle Leute, die da mitlaufen, jetzt Halbnazis sind. Das ist einfach falsch. Und es gibt natürlich Menschen, vielleicht finden wir das als Politiker nicht so nachvollziehbar, die sich nicht jeden Tag mit Politik beschäftigen. Die hören jetzt, da ist eine Demo gegen die Corona-Politik der Regierung. Und sie sind stinksauer auf die Corona-Politik der Regierung, weil sie zum Beispiel in einer Branche arbeiten, die jetzt ewig Berufsverbot hat, weil sie nicht mehr wissen, wie sie irgendwie weitermachen können, weil sie keine Unterstützung kriegen, also gehen sie dahin. Und dann sagen wir zum Beispiel, das ist ja das, was ich in dem Buch auch kritisiert habe, machen also einen Parteivorstandsbeschluss, dass das alles Aluhüte, Nazis und Verschwörungstheoretiker sind. Das stand in dem Parteivorstandsbeschluss gar nicht so drin. Also ziemlich deutlich war das schon. Und ich finde, wir müssen viel mehr gucken. Ich meine, wir haben ja auch dann Leute unter uns kritisiert, die auf Demos waren, die sich auch gegen die Corona-Politik richteten, aber nicht mit Rechten zusammengegangen sind. Die Hunko ist ja massiv dafür kritisiert worden, dass er auf so einer Demo war. Und da war kein Reichsbürger, da war kein AfDler. Es war der Versuch, der zaghafte Versuch, die berechtigte Kritik zu erreichen und sich aber von denen abzugrenzen, und das halte ich für dringend nötig, die das also instrumentalisieren, um ihr rechtes Süppchen zu kochen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo irgendwo ein Zitat von mir sein sollte, so ungefähr, also ich kritisiere, dass wir grüner als die Grünen sind. Ich habe nirgends gefordert, wir sollen rechter sein als die AfD, also um Gottes Willen. Also das wäre dann nicht mehr meine Partei, sondern die Frage ist ja, dass wir bei den Dingen, die wir ansprechen, auch wenn wir zum Beispiel Probleme ansprechen, uns nicht darum kümmern müssen, ob es vielleicht auch mal Punkte gibt, wo dann irgendein AfDler sagt, oh toll, das habe ich auch schon gesagt. Also zum Beispiel ist es ein objektives Problem, dass in bestimmten Vierteln, das haben wir in NRW, auch in vielen, gerade da, wo die Ärmeren leben, dass in den Schulklassen, in der ersten Klasse, die Mehrheit kein Deutsch kann. Das ist ein Problem, weil dann natürlich für die Lehrer eine ganz katastrophale Situation entsteht und das Lernniveau dieser Schulen automatisch niedriger ist als anderswo. Also muss man über dieses Problem reden. Das könnte man lösen durch wesentlich mehr Lehrer, durch ein Vorschuljahr, durch alle möglichen Dinge. Aber ein Problem ist es. Genau. So, in dem Augenblick, wo du das Problem ansprichst, kommt natürlich die AfD und sagt, ja genau, das haben wir schon immer gesagt. Ja, deswegen dürfen wir das Problem nicht mehr ansprechen. Unsere Lösung ist doch eine ganz andere als die der AfD. Die AfD würde doch sagen, schickt diese Kinder alle wieder nach Hause. Ich sage doch nicht, dass wir die Lösung der AfD unterstützen. Wohingegen unser Ansatz doch sein muss, dass jedes Kind das Anrecht auf beste Bildung hat
Und zwar vom Kindergarten bis zur Hochschule. Ja, sicher werden wir das fordern. Ich sage ja nicht, dass wir jetzt das Wahlprogramm der AfD übernehmen sollen. Ich weiß überhaupt nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass ich das sage. Sondern ich sage, dass wir die Menschen, die aus Enttäuschung auch über linke Parteien, und das betrifft eben leider auch uns, heute AfD wählen, dass die zurückholbar sind, genauso wie die Menschen, um die müssen wir uns natürlich auch kümmern, die gar nicht mehr wählen, weil sie enttäuscht sind von allen Parteien. So, und dass wir deswegen deren Probleme in den Mittelpunkt stellen sollten. Das heißt aber eben nicht, und ich meine, solche Debatten hatten wir in der Linken. Wir hatten Äußerungen, also die Wähler wollen wir doch gar nicht wieder haben, das sind ja rechte Wähler. Nein, das sind nicht rechte Wähler, das sind unzufriedene Wähler. Wähler, die wir offensichtlich nicht mehr erreicht haben und die dann aus Frust AfD wählen. Natürlich gibt es auch Nazis, die AfD wählen. Ja, die werden uns nie wählen. Aber die haben uns auch früher nicht gewählt. Und interessant ist doch, dass die AfD ihre Hochburgen unter anderem da hat, wo früher im Westen die SPD Hochburgen hatte, im Ruhrgebiet zum Beispiel, Gelsenkirchen, solche Orte, und wo früher im Osten die PDS Hochburgen hatte. Und wenn das Leute sind, die früher mal PDS gewählt haben oder vielleicht sogar schon die Linke, also ich meine, die Linke hatte ja in ihren ersten Jahren extrem hohe Werte im Osten, und dann jetzt AfD wählen, dann kann man nicht sagen, das sind Rechte und wir müssten den Rechten hinterherlaufen, wenn wir die zurückgewinnen wollen, sondern das sind Wählerinnen und Wähler, die ich sehr wohl zurückgewinnen möchte und wo ich sage, es ist unser Fehler und unser Versagen, dass die uns nicht mehr wählen. Das ist etwas ganz anderes, als rechte Positionen zu kopieren. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber du, also eine der Hauptbotschaften in deinem Buch, oder die Hauptbotschaften in deinem Buch bestehen ja darin, dass sozusagen die Rechten stark sind, weil die Linken den Fehler gemacht haben, zum Beispiel diese Themen nicht so anzusprechen, dass es die Menschen überzeugt. So, ja? Und eine Kernthese ist Schuld an der schlechten Wohnungssituation, Schuld an niedrigen Löhnen, Schuld am Rassismus in der Gesellschaft sind nicht die, die den sozialen Wohnungsbau geschliffen haben, sind nicht die, die den Niedriglohnsektor geschaffen haben, sind nicht diejenigen, die Rassisten ermöglichen, hier ihre Propaganda zu verbreiten, sondern Schuld daran sind letzten Endes die Migrantinnen und Migranten. Also die Migration ist dafür verantwortlich. Wenn du das in meinem Buch lesen willst, also in meinem Buch steht nicht, Schuld sind die Migranten. In meinem Buch steht, zum Beispiel nehmen wir das Lohnniveau, da steht ganz klar, die Arbeitsmarktreformen, damals unter Gerhard Schröder, haben einen riesigen Niedriglohnsektor geschaffen. Dann hat Deutschland einen jahrelangen Wirtschaftsaufschwung gehabt, dass trotzdem in diesem Bereich nie ein Engpass entstand. Ist nur dadurch zu erklären, und da zitiere ich ja auch die Bundesbank, die das auch bestätigt, die hat das ja analysiert, weil es eben immer wieder Menschen gab, die man für Lohndumping missbrauchen konnte. Das waren in dem Falle gar nicht mal primär nur die Flüchtlinge, da ist es nur ein sehr kleiner Teil, sondern es war vor allem auch die Migration aus Osteuropa. Ja, das zu bestreiten ist ja nun, also natürlich hat man auch die Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa. Ich meine, wer hat die denn geschaffen? Wer hat das sich gewünscht? Das sind große Unternehmen, für die das ein ausgesprochen vorteilhaftes Projekt ist, weil sie dadurch die Lohnkosten runterdrücken können. Und das anzusprechen, das ist doch nicht rechts. Wenn dieses ganze Konstrukt mit Leiharbeit und Werksverträgen, wo beispielsweise in der Fleischindustrie ja wirklich eine mafiöse Arbeitswelt geschaffen wurde. Ja klar, aber das wäre ja ohne die Menschen, die das dort machen, nicht möglich gewesen. Also sag mal, natürlich instrumentalisiert man die Verzweifelten aus Rumänien, aus Bulgarien, die zu Hause überhaupt keine Chance auf einen Job haben. Oder wenn, dann so schlecht bezahlt, dass selbst das hier in der Fleischindustrie noch besser ist. Das System lebt davon, dass es Zugriff auf diese Menschen hat. Aber was ist denn die Schlussfolgerung? Dürfen Menschen aus Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Polen nicht mehr in Deutschland Arbeit finden? Genau, also da würde ich auch kurz einhaken. Ist es besser, wenn in den eigenen Ländern die, wo sie auch qualifiziert sind, die werden ja in der Regel auch unterhalb ihrer Qualifikation, das sind ja teilweise ein Elektrotechniker oder Leute, die eine ganz andere Qualifikation haben. Also einerseits macht man in diese Länder die Industrie kaputt. Die hatten ja mal eine, die war eben osteuropäisch, aber okay, da hätte man natürlich trotzdem, genauso wie in Ostdeutschland auch, mit einer, oder hast recht, weil Ostdeutschland hatte zumindest noch den Westen, der dann eben, sag mal, die Schecks gemacht hat. Die haben Rumänien und Bulgarien nicht. Das heißt, diese Länder haben ihre Industrie in einem Brachialkurs verloren. Die Leute sind arbeitslos
Und dann gehen sie natürlich verzweifelt dahin, wo sie Arbeit kriegen. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, dort die Umgestaltung moderater zu gestalten, die Arbeitsplätze dort zu haben? Ich meine, im Extremsten sieht man das im Gesundheitswesen. Also da tun wir noch so, als seien wir große Internationalisten, weil also die ganzen osteuropäischen Pflegekräfte jetzt in deutschen und teilweise eben britischen Krankenhäusern arbeiten. Dort sterben die Leute noch viel mehr an Corona, weil sie nicht mehr versorgt werden, weil das ganze ausgebildete Personal weg ist. Und wir tun noch so, als sei das jetzt also ein Ausdruck unserer Großherzigkeit, dass jetzt die ganzen Pflegerinnen und Pfleger in Deutschland arbeiten dürfen. Aber tun wir so oder ist es nicht mehr so, dass das tatsächlich die Neoliberalen tun? Naja gut, aber die Linke sagt doch auch, wir sind dafür, dass das so bleibt. Also dass eben, wenn die Lohnunterschiede in einem Wirtschaftsraum groß sind, ist doch klar, dass dann für jemanden, der in Bulgarien zu einem anderen Lohnniveau arbeiten müsste und er hat die Chance in Deutschland zu einem Lohnniveau, was für hier diese Verhältnisse niedrig ist, seine Verhältnisse aber höher ist und zumal die auch ihre Gesundheitswesen auch noch klein gekürzt haben und kaputt gemacht haben, dass der dann hierher kommt. Die Folge ist, die dortigen Krankenhäuser sind in einem elenden Zustand und in Deutschland haben wir auch Pflegemangel. Ich meine, das ist die absurde Konsequenz, weil das Lohnniveau so tief gehalten wird, dass in Deutschland sich immer weniger für diesen Beruf ausbilden lassen, weil es natürlich keine gute Lebensperspektive ist, einen Knochenjob zu machen, der extrem hart ist, der extrem verantwortungsvoll ist, wo man Schichtdienst alles macht und man hat am Monatsende dann irgendwie netto noch nicht mal 1.500 oder 2.000 Euro. Also das heißt, dieses System ist ein System, das wir als Linke meines Erachtens nicht billigen dürften. Aber wir tun so, als sei das sozusagen die offenen Grenzen, Freizügigkeit für Arbeitnehmer, als sei das eine linke Position. Ja doch, also ich wurde ja dafür kritisiert, dass ich das nicht so akzeptiere. Aber Deutschland ist nun mal ein Einwanderungsland. Das haben wir 2018 hier in der Fraktion mit dem Parteivorstand zusammen so beraten. Das hast du auch selber unterschrieben. Deutschland ist nun mal ein Einwanderungsland. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und ich finde, also wie soll denn das gehen? Ich verstehe das, ich verstehe wirklich auch den Ansatz nicht. Wollen wir jetzt die Grenzen dicht machen, niemanden mehr reinlassen? Wollen wir so eine Art Auswahlsystem haben, dass wir nur diejenigen aufnehmen, wo wir vorher überprüft haben, dass die in ihrem Heimatland keine Lücke hinterlassen? Wollen wir diejenigen, die schon hier sind, nach Hause schicken? Woran machen wir das eigentlich fest? In der wievielten Generation muss man in Deutschland leben, um dann hier bleiben zu dürfen? Das ist mir alles völlig schleierhaft. Ja, also willst du das jetzige aufrechterhalten? Also zum Beispiel innerhalb der Europäischen Union geht es ja nicht um Grenzen dicht machen, sondern es geht ja darum, ob jeder in jedem anderen Land eben jederzeit nach Arbeit suchen kann. Ja, aber wir haben jetzt zum Beispiel ja für die Fleischindustrie, haben wir nach diesen fürchterlichen Corona-Ausbrüchen, die völlig erwartbar waren, haben wir es ja geschafft, durchzusetzen, dass Werkverträge und Leiharbeit zumindest in weiten Teilen der Fleischindustrie verboten worden sind. Ja, das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, die unter diesen extremst prekären Verhältnissen gearbeitet haben, werden jetzt eingegliedert in die Betriebe. Die haben ordentliche Arbeitsverträge, die können sich gewerkschaftlich organisieren und die Gewerkschaften sind da dran, die arbeiten da dran, diese Kolleginnen und Kollegen anzusprechen und zu organisieren. Und die Spaltung im Betrieb ist überwunden. Und das bedeutet für die Gewerkschaften natürlich sehr viel bessere Kampfkraft, wenn alle in einem Betrieb sind. So, ich sag mal, was ich nicht begreife, ist, warum es uns auch in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften nicht gelingt, dieses Thema Leiharbeit und Werkverträge in weiten Teilen der deutschen Wirtschaft so aufzumachen, dass wir es auch in anderen Bereichen schaffen, die verboten zu bekommen. Das ist absolut wichtig, weil das ist die Spaltung der Betriebe. Die Betriebe werden doch nicht gespalten danach, was du für eine Haut- oder Haarfarbe hast oder ob dein Großvater aus Anatolien oder aus Syrien oder aus Rumänien kommt. Das ist die Spaltungslinie, die bewusst gemacht worden ist und die wir nicht zurückgedrängt bekommen, wenn wir uns sozusagen da auf einen Pfad begeben, wo ich auch gar keine Möglichkeit sehe, das vernünftig zu regeln. Ja, die Möglichkeit ist natürlich klar, indem man einfach, ich meine, die frühere EG hatte auch nicht diese Freizügigkeit. Das hat man schon sehr bewusst, also sie war da zumindest etwas eingeschränkter. Und sie ist auch kein Problem zwischen Ländern, die ein ähnliches Lohnniveau haben. Das ist überhaupt keine Frage. Also Freizügigkeit von Arbeitnehmern, wenn das Lohnniveau ähnlich ist, so wie in Teilen der alten EU,
wunderbar, ich lebe in einem Bundesland, Saarland, da wird hin und her gependelt. Also Saarländer arbeiten in Luxemburg, Franzosen arbeiten in Deutschland. Das soll nicht mehr sein? Und nein, das ist überhaupt kein Problem. Ein Problem entsteht, wenn man dieses System zwischen zwei Ländern zulässt und installiert, wo das Lohnniveau extrem unterschiedlich ist. Ich meine, es ist auch zwischen Deutschland und Luxemburg etwas unterschiedlich, aber natürlich nicht ansatzweise. Also die Luxemburger müssten dann sagen, wir lassen diese verarmten Deutschen nicht mehr bei uns arbeiten. Naja gut, die Luxemburger sind auch nicht so glücklich. Die haben zum Beispiel noch einen Pflegelohn, also für einen ausgebildeten Pfleger, von 98.000 Euro im Jahr. Das kriegt ein ausgebildeter Pfleger in Luxemburg. Also gehen viele Saarländer, die Pfleger sind, lieber in Luxemburg arbeiten, was völlig verständlich ist, was aber in Luxemburg dazu führt, dass die Frage diskutiert wird, wie lange sie diesen guten Lohn noch haben. Aber sagen wir mal, trotzdem ist der Unterschied zwischen Deutschland und Luxemburg, das ist jetzt in der Pflege eine Extremsituation, ansonsten ist der Lohnunterschied relativ gering. Und zwischen Frankreich und Deutschland ist er auch relativ gering. Und deswegen ist da die Wanderung und das Pendeln kein großes Problem. Also es ist nach Problem. Westen auf, nach Osten dicht. Ja, also wenn das Lohnniveau, wenn die Unterschiede zu groß sind, dann hat es für beide Seiten übrigens, nicht nur für die hiesigen Arbeitnehmer, verheerende Auswirkungen. Also in Osteuropa, wenn man Studien darüber liest, ist ganz klar, die osteuropäische Entwicklung ist durch diese Freizügigkeit nicht gefördert worden, weil es sind eher die besser Gebildeten, eher die besser Qualifizierten, wie das immer so ist, die dann abwandern, die sind zu Hause nicht mehr da. Es sind in Corona-Zeiten mehr Menschen gestorben in Osteuropa, als mit einem einigermaßen ausgestatteten Gesundheitssystem und mit den Pflegekräften hätten sterben müssen. Also ganz klar, es hat richtig Menschenleben gekostet. Und da finde ich, kann man nicht sagen, ja, das ist jetzt der große Internationalismus. Und natürlich ist es richtig, Leiharbeit zu verbieten und Werkverträge. Also da sind wir uns ja völlig einig. Aber die Unterschiede in den Belegschaften, also wenn man keine tarifgebundenen Betriebe hat, die entstehen natürlich auch jenseits von Leiharbeit und Werkverträgen, weil natürlich jemand, der seine Familie in einem Land hat, wo die Kaufkraft ganz anders ist, das ist ja keine Frage des bösen Willens, der kommt mit einer anderen Erwartungshaltung her, also auch mit einer anderen Lohnerwartungshaltung. Dann sind das vielfach Menschen, die nicht Deutsch sprechen. Damit ist schon die Schwierigkeit der gewerkschaftlichen Organisation natürlich da. Ich meine, das betrifft auch ganz viele Dienstleistungsberufe. Ich meine, warum werden Postzusteller so hundsmiserabel bezahlt? Weil man da ganz viele billige Arbeitskräfte beschäftigt, teilweise wirklich Menschen, die sich auch nicht wehren können, die können noch nicht mal den Arbeitsvertrag lesen, weil sie nur rudimentäres Deutsch sprechen. Das ist ja für die Unternehmen wirklich ein Feld, wo sie Ausbeutung forcieren können. Und wenn man das also anspricht, dann ist man plötzlich in linken Debatten also ein Rechter. Okay, ich sehe, vor allem beim Thema Migration sind die Konflikte, ich glaube, da könntet ihr noch stundenlang weiter drüber reden. Wir müssen langsam zum Ende kommen und ich will noch auf den, wie ich finde, den zentralen, wesentlichen Widerspruch in deinem Buch darauf zu sprechen kommen, der, wie ich finde, schon gleich auf dem Cover ins Auge sticht. Im Untertitel sprichst du von Gemeinsinn und Zusammenhalt. Der Titel selber ist Die Selbstgerechten, was ja ein Angriff ist, eine Herabsetzung, ein Angriff, dann frage ich mich halt, wie kannst du noch authentisch von Zusammenhalt und Gemeinsinn reden, wenn dein allererstes Wort im Buch ein Angriff ist, auf genau diese Gruppe, die du eigentlich irgendwie vereinen willst wieder? Nee, auf die Gruppe, die Gemeinsinn und Zusammenhalt zerstört. Also ich finde, dass bestimmte Debatten, auch zum Beispiel die Identitätspolitik, die auf das Trennende setzt, dass die wirklich auch Zusammenhalt kaputt machen. Also wenn es ganz entscheidend ist, welche Abstammung jemand hat, dann spaltet man Belegschaften. Wenn es ganz entscheidend ist, ob jemand hetero oder nicht hetero ist, spaltet man Belegschaften, spaltet man auch die Bevölkerung. Und die ganzen Debatten, die wir jetzt immer wieder erleben, sind spaltende Debatten. Und ich finde, dass die Linken, und das ist eigentlich traditionell das, also die amerikanische Bürgerrechtsbewegung, die sich gegen Rassismus engagiert hat, die wollte nicht, dass es ganz wichtig wird, ob jemand schwarz oder weiß ist, um darüber zu entscheiden, was er machen darf und reden darf, sondern die wollte, dass es bedeutungslos wird, ob jemand schwarz oder weiß ist und dass jeder gleiche Chancen hat. Das war der Ansatz der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Und heute ist das völlig gekippt. Heute hat man eher Debatten, die eigentlich das Trennende in den Vordergrund stellen. Und dagegen ist mein Buch gerichtet. Also
Insoweit ist es darauf gerichtet, mehr Gemeinsinn zu schaffen. Und ich finde auch das Linke eben, dieses Gemeinsame, das ist ja eine urlinke Tradition, dass man für Solidarität, für Gemeinsamkeit, auch für Gemeinschaft, ich meine, die Arbeiterbewegung, das waren ja Gemeinschaften, auch die Arbeiterviertel. Und ich meine, ich habe eine der ersten Kritiken von meinem Buch, auch aus unseren eigenen Reihen, hat mir also vorgeworfen, schon der Begriff Gemeinschaft sei irgendwie faschistoid. Also ich sei also auch deswegen ein Nazi, weil ich den Begriff benutze. Also da muss ich auch sagen, da fehlt mir dann wirklich jedes Verständnis. Und diese Art der Debatte, die macht eben das kaputt, was ich gerne wiederherstellen möchte. Ja, okay, aber lässt du die Kritik zu, dass allein der Titel schon die Linke zumindest spaltet? Also kannst du mit der Kritik was anfangen? Nö, also ich meine, ich sehe, klar, wenn man sagt, also das Buch ist auch polemisch, das setzt sich mit einer bestimmten Strömung sehr hart auseinander, dann kann man sagen, okay, also die habe ich nicht umarmt. Kann man mir durchaus vorwerfen, ja, würde ich auch akzeptieren. Nur wenn ich eine Entwicklung für problematisch halte, wenn ich sie verändern will, wenn ich sie stoppen will, dann muss ich ja das kritisieren. Und damit kritisiere ich natürlich auch die Protagonisten dieser Entwicklung. Das ist ja unvermeidlich. Okay, dann abschließend würde ich trotzdem gerne noch vielleicht ein paar persönliche Töne von euch entlocken. Wir bezeichnen uns ja alle selber als Linke. Und können wir nicht, bevor wir erstmal uns auf die Unterschiede, auf unsere Konflikte stürzen, können wir nicht vielleicht unsere Gemeinsamkeiten erstmal ins Zentrum stellen und darauf uns fokussieren? Zum Beispiel, wir alle drei, wie wir sitzen, sind bedingungslos antimilitaristisch. Du als friedenspolitische Sprecherin, du siehst das mit deiner Kritik an Erdogan zum Beispiel. Also das ist doch zum Beispiel ein Punkt, auf den wir uns konzentrieren könnten und darauf dann wieder aufbauen können, um die Linke wieder zusammenzubringen, die gesellschaftliche Linke, aber auch ihr als Parteimitglieder. Ja. Und dann jetzt an Katrin, was gefiel dir am meisten beim Lesen des Buches? Mein Lieblingszitat ist tatsächlich auf Seite 172, wo du schreibst, streitende Parteien verlieren immer. Es erregt aber bei mir eine gewisse kognitive Dissonanz. Weil du natürlich wusstest, dass das zu einem massiven Streit innerhalb der Partei und mit Teilen unserer Wählerschaft führen wird. Was mir gut gefällt an diesem Buch, da muss ich lange drüber nachdenken. Tatsächlich die Idee, dass wir, wie du ja auch gerade stark gemacht hast, dass wir mehr gucken müssen, wie wir produzieren. Mir fehlt an der Stelle auch noch, dass man da auch gewerkschaftliche und Stimmung stärker einbeziehen muss, weil ich zum Beispiel ja gerne möchte, dass wir die Waffen- und Rüstungsproduktion überwinden und dass wir aber trotzdem den sehr hochqualifizierten Beschäftigten vernünftige Arbeitsplätze anbieten. Und die Leute, die Panzer produzieren, die können auch Straßenbahnen für den ÖPNV. Die können auch Vorortzüge produzieren oder Windkrafträder. Und ich glaube, wenn wir an der Stelle mehr über Gemeinsamkeiten nachdenken, könnten wir auch super Projekte für die Partei oder für die Fraktion dabei rauskommen. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, eigentlich, finde ich. Ja, also dann danke ich Katrin, danke ich Sarah, dass ihr euch zusammengesetzt habt. Dann danke ich euch allen Zuschauern zu Hause natürlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, klickt auf die Glocke bei YouTube, abonniert den Kanal, kommentiert fleißig und teilt das Video in den sozialen Medien. Alles klar, macht's gut, viel Spaß, ciao. Vielen Dank. Vielen Dank.